Die Bayern vor dem Aus. Und dann Dieter Hoeneß für Dürnberger. Der Hühner als Waffe in der Schlussphase. Jungerz. Mit dem Abschlag. Der nicht ankam bei einem Mitspieler. Und dann die Bayern. Mit dem Konterversuch. Über Lerby. Der lange Ball und Michael Rummenigge. Haben sich alle auf Hoeneß konzentriert. Auf den Neuen. Aber auch der Rummenigge, ein guter Kopfball, ein guter Strafraumspieler. Und abermals ein Remis. 4:4. Tolle Flanke. Und Feuerwerkskörper im Gelsenkirchener Parkstadion. Rummenigge und die ganz kurzen Hosen. Ob die Spieler die Anweisungen von draußen mitgekriegt haben. Danach sagten sie, wir haben nichts mehr gehört, nichts mehr verstanden. So laut war es im Stadion. Wieder Schalke. Die Bayern jetzt mit dem ein oder anderen Konter. Lattek schaute zu von außen. Rummenigge mit dem eigensinnigen Abschluss. Der Bruder Kalle wollte den Ball haben. Aber Michael probierte es. In der 82. Minute. Weiter der FC Bayern jetzt in dieser Phase. Das bessere Team. Flügler. Rummenigge und Junghans. Wieder ein Zusammenprall. Beide hatten sich wehgetan. Auch das gehörte zu dieser Partie. Vollendeter Einsatz auf beiden Seiten. Und dann musste der Dock ran bei den Bayern. Müller Wohlfahrt rechts zu sehen. Schon damals Mannschaftsarzt bei den Roten. Lange ist es her. Rummenigge konnte weitermachen. Auch Walter Junghans. Keiner wollte aufhören. Und die Bayern wollten es unbedingt schaffen in der regulären Spielzeit. Lerby mit der Flanke. Rummenigge. In der 90. Minute also nochmal eine Gelegenheit. Die Bayern versuchten es also bis zum Ende der regulären Spielzeit. Aber es reichte nicht. Verlängerung war angesagt. Und die, liebe Zuschauer, wurde legendär. 4:4 nach 90 Minuten. Aber was jetzt kommt, toppt alles. Verlängerung im Parkstadion zu Gelsenkirchen. Bernhard Dietz und Kalle Rummenigge beim Schiedsrichter bei Wolf-Günther Wiesel. 4:4 nach der regulären Spielzeit. Ein unglaubliches DFB-Pokal-Halbfinale. Ganz Deutschland hielt in jener Nacht den Atem an. Schalke in Weiß mit der ersten Chance in der Verlängerung. Und Jean-Marie Pfaff klärt gegen Jakobs. Also der noch Zweitligist durchaus mit der Option, da auch in Führung zu gehen. 100. Minute. Die Bayern mit der Ecke und dann Flügler mit der Gelegenheit. Hansi Flügler, der beim FC Bayern später im Merchandising-Bereich eine tragende Rolle spielte. Die Schalker. Mittlerweile war Klute Simon in der Mannschaft. Hubert Klute Simon. Das ist dieser Spieler hier. Seine Chance. Die größte in dieser ersten Hälfte der Verlängerung. Seitenwechsel, wieder das Zeichen von Wolf-Günther Wiesel. Wadenkrämpfe. Mineralwasser, Salzlösungen, alles was es gab schon damals, wurde jetzt gereicht. Und die Anzeigetafel sollte noch voller werden. 15 Minuten für die Ewigkeit folgten. Schalke im Kommen. Klute Simon. 190 Minuten. Del Ferner mit den Anweisungen.
mit seinen Hoffnungen draußen. Die 112. Minute. Bayern bekam einen Freistoß zugesprochen. Und jetzt kommt eine ganz kuriose Szene. Das ist Nachtwey. Dann Hoeneß. Dietz. Und jetzt schauen Sie mal auf diesen jungen Hans. Und Hoeneß macht das Tor. Hoeneß macht das Tor zum 5:4. Ein typisches Hoeneß-Tor zwar, aber ein unvorstellbarer Fehler von Walter Junghans. Bei einer Szene festzustellen, warum der nie ein großer Torwart wurde. Walter Junghans mit diesem bitteren Schnitzer im Halbfinale des DFB-Pokals 1984. Entsprechend bedient der Keeper. Aber es war ja noch nicht zu Ende. Schalke war ja auch noch da. Und Schalke war nicht nur Junghans. Eckstoß. 114. Minute. Jetzt wartete wieder Jean-Marie Pfaff. Alle Schalke in der Bayern-Hälfte. Und Achtung, Bernhard Dietz. Enatz. Dieser Prototyp eines Kämpfers. Dieser wunderbare Fußballer. Im wahrsten Sinne des Wortes. 5:5. Was soll man da noch tun als Trainer? Der war auch bedient. Assauer, der junge Assauer. Auch schon auf der Schalker Bank. 5:5 auf Schalke. Weiter die Schalker, die jetzt in Führung gehen wollten. Jetzt wollten alle den Sieg. Alle wussten, es gibt kein Elfmeterschießen. Bei einem Remis drohte ein Wiederholungsspiel in München. Dann Dieter Hoeneß. Hoeneß! Durch die Beine von Junghans. 6:5 in der 118. Minute. Das zweite Tor von Dieter Hoeneß als Joker an diesem Abend. Hoeneß. Und durch die Schlappen. Junghans bedient. Schalke musste anrennen. Lattek schaute auf die Uhr. Nicht mehr lange. Nur noch 1,5 Minuten. Schalker Powerplay jetzt. 5:6 hinten nach diesem heroischen Kampf. Jetzt wollten sie wenigstens das 6:6. Jetzt wollten sie eben das bittere Wiederholungsspiel in München eine Woche später. Klote Simon mit der Gelegenheit. Auch der hätte 2-3 Tore machen können in dieser Verlängerung. Nochmal Schalke. Freistoß im Strafraum der Münchner. Dann der Ton. Die Bayern wehren irgendwie ab. Dann gibt es einen nächsten Freistoß. Jetzt schon die allerletzte Minute, die 120. Ton kommt. Will ihn ausführen. Der kleine Ton. Im Spiel seines Lebens. Später ging er ja dann zu den Bayern. Olaf Ton. Freistoß Olaf Thon, 120. Minute. Nein, er führt ihn nicht aus. Dann kommt der Abpraller und da ist Thon! Ein Märchen. Ein märchenhafter Abend. Für den Fußball an sich. Für Schalke. Für Olaf Thon sowieso. 6:6. Ein unfassbares Ergebnis. Das ist das Ding. Thons Ausgleichstor. Der Jubel kannte keine Grenzen. Da dachten sie noch nicht an das Wiederholungsspiel. Eine Woche später, das verloren die Schalker dann mit 2:3 in München bei den Bayern. Die zogen dann ins Finale ein. Aber dieser Abend, der Abend des Olaf Thon, der Abend der Schalker, die ein paar Wochen später aufstiegen in die Fußball-Bundesliga. Dieser Abend blieb unvergesslich. Das Märchen des Olaf Thon, der als Kind in Bayern Bettwäsche geschlafen hatte und jetzt von den Schalkern auf Händen getragen wurde. Das legendärste DFB-Pokal-Halbfinale aller Zeiten. Bei unseren DFB-Pokal-Klassikern hat das zu Recht eine Sonderstellung eingenommen.